Servus Leute! Servus Leute, heute im Test. Holzdach vom Feinsten, österreichische Qualität, ne? Steht sogar noch ein Schillingpreis da. Also, das sind die Bedaut Ausdruckracher von Erich Liebenwein Schuld. Gibt es schon seit Ewigkeiten nicht mehr, ist in Deutschland hergestellt worden für Österreich. High-End Blitzknallreiber, oder wie man in Österreich sagt, Piraten. Ne? Verarbeitungstechnisch. Außer die letzten paar Schmankerl, was wir haben, Benzins auch genannt worden, Flaschenkopfpiraten. Weißt du warum? Warum? Ja, das sage ich dir. Schachtel muss ich auch haben, da habe ich Kumpel, der sammelt das Zeug. Ne? Das ganze Alter. Ne? Was siehst du von Jüngern da? Ah. Deswegen, wie ein Flaschenkopf. Aber eben, das ist halt echt high-end. Die meisten hatten eine gescheite Gaudi damit, wenn sie sowas hatten. Original mit Reibbrettel. Ja, fangen wir mal an, oder? Boah! Ja, die nächsten, das sind noch gute! Das sind noch gute Piraten, ja. Jetzt wird einmal alle böllern heute. Jetzt, wo es noch hell ist. Und die dass die noch alle augen. Achtung! Einer, zwei, drei. Aber das war es auch schon wieder gewesen. Also bis zum nächsten Mal und Servus. Servus.